In diesem Video geht es um den Ertrag des Balkonkraftwerks für den Monat August 2023. Alle Infos hierzu gibt es nach dem Intro. Liebe Freunde der Solarenergie, wir sind im Monat August. Es gab Regen, Regen und nochmal Regen. So sieht derzeit mein Rasen aus. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Und hier sind die aktuellen Zahlen. Im Monat August 2023 wurden 102,76 Kilowattstunden Strom durch die eigene Solaranlage produziert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung um 17,41 Kilowattstunden. Schauen wir uns jetzt einmal die einzelnen Tage an. Den geringsten Ertrag gab es am 1. August 2023 mit 1,39 Kilowattstunden. Pro Tag wurden im Durchschnitt 3,36 Kilowattstunden an Strom produziert. Der höchste Ertrag konnte am 19.08.2023 mit 4,81 Kilowattstunden erzielt werden. Aufgrund der neuen vorliegenden Zahlen für den vergangenen Monat wurde natürlich auch die Prognose etwas angepasst. Es wird aktuell in diesem Jahr mit einem Ertrag von 967 Kilowattstunden gerechnet. Im vergangenen Monat wurde die Solaranlage um einen zusätzlichen Speicher erweitert. Ich hatte hierzu zwei Systeme zur Auswahl, habe die ausgiebig getestet und mich für eins entschieden. Für welches System ich mich an dieser Stelle entschieden habe, entweder für den Powerstream von EcoFlow oder den Solarflow von Zendure, das erfahrt ihr gerne in meinem nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann. Tschüss.